Im Folgenden wollen wir uns mal anschauen, was so die Grundsätze des Spielaufbaus sind. Was muss ich beachten, um optimal Spielaufbau betreiben zu können? Wie wir jetzt hier schon sehen, ja, wenn wir die blauen Spieler mal betrachten, mit denen wollen wir Spielaufbau betreiben. Die gelben stehen sehr, sehr eng. Jetzt ist der Raum natürlich sehr, sehr klein und damit kann ich sehr, sehr schwierig auch Fußball spielen. Das heißt, ich werde schnell unter Druck gesetzt, wenn ich hier irgendwo den Ball bekomme. Um dem zu entgehen, versuchen wir eben das Spielfeld breiter. Wir werden dann auch gleich erklären, wie breit wir das tatsächlich anlegen wollen, das Spiel. Die Flügel rutschen nach vorne und nach außen, ganz einfach, um die gegnerische Defensive vom Ball etwas wegzuziehen, nach hinten weg. Da wir im 6+1 keine Abseitsregelung haben, macht es sehr viel Sinn, den Stürmer extrem weit nach vorne zu ziehen. Rutschen die Innenverteidiger jetzt nicht nach hinten weg oder ein Verteidiger rutscht nicht weg, dann können wir mit einem langen Ball hier aus dem Innenverteidiger raus schon zu einer Torchance kommen. Deswegen wird normalerweise der Gegner mit ein oder mit zwei Verteidigern, je nach Abwehrstrategie, eben nach hinten rutschen. Was wir jetzt erkennen können, auch der Zentrale hier noch ein bisschen weiter nach vorne, was wir jetzt erkennen können, ist, dass wir jetzt im großen Raum hier den Ballbesitz eben durchführen können. Das bedeutet, wir werden auch auf diesen Positionen am Flügel hier nicht so schnell unter Druck gesetzt, als wenn wir uns hier innen eben anbieten würden. Deswegen müssen wir uns den Raum eben optimal belegen. Auch wie man hier sieht, hat der Stürmer hier sehr, sehr viel zu laufen. Und jetzt können wir in der Überzahl mit dem Torwart sozusagen den Ball laufen lassen und der Gegner muss permanent verschieben. Je breiter wir stehen, desto mehr Laufarbeit muss der Gegner, wenn wir im Ballbesitz eben haben, absolvieren und vor allem desto schwieriger kommt er in die Zweikämpfe rein. Deswegen bei Ballbesitz sofort versuchen, nach vorne wegzuschieben, hier ein bisschen leicht über die Mittellinie drüber, Stürmer nach vorne, die Innenverteidiger breit, sodass wir in großem Raum sicherer Fußball spielen können.